Ich rede heute mit Konsti und Marco vom Brotbunk. Seid gegrüßt, ihr beiden. Was ist der Brotbunk genau? Der Brotbunk ist ein Podcast. Wir sagen politischer Podcast, lustiger Linker, weil Politik ist eigentlich ein sehr trockenes Thema und turnt viele Leute ab. Und deswegen versuchen wir das Ganze so spannend und lustig gleichzeitig wie möglich darzustellen. Ja, und warum habt ihr euch dazu entschieden, mit dem Brotfunk zu beginnen? Also der Brotfunk ist vor 3 Jahren während der Pandemie entstanden und war eigentlich meine Idee, sowas wie Chapo Trap House für den deutschen Sprachraum zu gestalten. Also Chapo Trap House ist ja der bekannteste und beliebteste sozialistische Podcast der Welt, die irgendwie $20.000 im Monat an Patreon-Geld alleine einnehmen. Und ich wollte sowas für Deutschland machen. Die Hosts, die ich dazu hatte, waren jetzt nicht ganz so spritzig wie die Jungs aus Brooklyn. Und dann ist das Ganze auch ein bisschen eingeschlafen. Aber grundsätzlich ja ist, wie gesagt, der Brotfunk die Idee, politisches von der linken Seite halbwegs interessant rüberzubringen. Vielleicht kann man auch sagen, es bringt auch vielleicht wieder ein bisschen den Linkspopulismus rein, ja. Oha. Konsti, warst du schon von Anfang an dabei oder wann bist du dazu gestoßen? Ich bin erst, ich glaube, letztes Jahr dazu gestoßen. Wir haben doch letztens unser Einjähriges gehabt, glaube ich, Marco. Oh. Oh, süß, ne? Ja. Weil ich sozusagen, also ich habe vorher gar nicht davon gehört gehabt. Ich habe auch ewig lang so ein bisschen vor mich hingeschlafen, was die ganze politische Szene angeht, weil mir kam das immer so vor, als würde in Deutschland nichts gehen. Wenn du deinen Mund aufmachst und irgendwas Linkes sagst, dann kriegst du direkt einen auf den Goschen. Und alles andere ist dann halt entweder konservatives Geschwafel, rechtspopulistisch bis rechtsradikal und keine Ahnung, das hat mich dann halt immer so ein bisschen abgefuckt. Und irgendwann habe ich dann entdeckt, oh, es gibt ja sowas wie Twitch, YouTube und so, und dann lernt man erstmal die Amerikaner kennen, den anglosächsischen Raum, sage ich mal, ja, wo du dann Leute hast wie Hassan Abi und wie sie alle heißen, ja. Und dann habe ich irgendwann gesehen, oh, das haben wir in Deutschland ja auch, ja, mit Erwin, mit ihm und so weiter, ja, diese Streamer-Szene. Im Agitator. Und dem Agitator, ja. dann habe ich recht schnell über Proletopia dann sozusagen zu Marco und dem Brotfunk gefunden. Habt ihr ein konkretes politisches Programm? Links, auf jeden Fall. Sehr konkret, ja. Aber ihr habt noch nie so grundsätzlich gesagt, wofür ihr beide steht, sondern ihr habt beide eure persönlichen Ansichten und die bringt ihr halt jeweils ein. Ja, also ich würde es vielleicht so formulieren, es ist halt, wie ich schon vorhin sagte, Populismus. Ja? Also zumindest von meiner Seite aus. Der Marco macht immer gern Masterarbeit, ja, der bringt dann immer die Facts. Aber ich versuche halt ein bisschen den Populismus zu machen, weil im Prinzip kannst du halt von linksliberal bis kommunistisch irgendwie alles in einen Topf werfen und dann halt raus posaunen, weil das machen die Rechten halt auch. Und dann war das für mich halt so, ey, die haben auch nie irgendwie konkrete Positionen, die haben keine Ideologien richtig, ja, nichts Greifbares, sondern einfach immer nur Plattitüden. Und ich habe mir gedacht, ey, warum macht das keiner auf links? Ja, weil, ja, ne, jetzt sehen wir ja mit Kaspar Karst und so weiter, ja, die können einfach labern, was sie wollen, die kriegen eine irre große Fanbase, die maximal extrem ist und was weiß ich was tut, ja, und ich denke mal, das bräuchten wir Linken eigentlich mal auch, nur es traut sich halt irgendwie immer keiner. So, wenn man jetzt direkt nach der Ideologie fragt, ich weiß nicht, Marco, was du für eine hast, aber meine ist halt, ja, Sozialdemokrat bis Anarcho-Kommi. Ja, mir ist alles recht, solange wir irgendwie vernünftig und gut miteinander leben können. So. Ja. Also du würdest sagen, dass sich die Gesellschaft in eine positive Richtung entwickeln soll und das wahrscheinlich auf friedlichem Wege, oder? Ja, auf demokratischem vor allem, ja. Jetzt meine, so ein überzeugter Faschist, der kommt dir auch und will dir einreden, ja, das kann doch alles friedlich gehen und so, ja. Und vielleicht gibt's irgendwo ein Paralleluniversum, wo das friedlich passieren kann, aber das will ich ja trotzdem nicht, nur weil es friedlich passiert ist, ne? Also, das vielleicht noch dazu, also ich würde uns schon auch so als Radikaldemokraten, ja, Maximaldemokraten so rum. Also echte radikale Demokraten, ja, einfach, wirklich. Ja. Und da gehört es ja eben auch dazu, dass wenn man wirklich sich als demokratisch versteht und als linksoffen, dass man einfach auch die verschiedenen Strömungen mehr oder weniger zumindest versuchsweise neutral darstellt. Das heißt, da habe ich dann eher einen journalistischen Ansatz. Das heißt, ich
lasse Leute, auch wenn ich ihnen vielleicht nicht zustimme, dass sie dennoch zu Wort kommen und einfach ihre Sicht der Dinge einmal schildern, ohne jetzt direkt dazwischen zu grätschen. Weil vor allen Dingen, wenn ich mich nicht besser auskenne, dann tue ich das nicht. Also dann lasse ich sie reden und dann soll sich jeder bitte seine eigene Meinung dazu bilden. Ja, nicht nur, um erstmal zu erkennen, dass du dich besser auskennst, musst du sie ja sowieso reden lassen. Denn wenn du ihre Argumente nicht gehört hast, kannst du ja gar nicht bewerten, ob du dich besser auskennst. Natürlich. Es sei denn, ich bin so ein Bad-Faith-Mensch, der halt einfach Gegenrede bringen möchte, der einfach widersprechen muss, weil, ja, ich... Weil man es halt macht, weißt du, so, hey, ich kenne nur meine Schiene und alle anderen müssen irgendwie schlecht oder verkehrt sein. Wie würdest du deine Ideologie beschreiben? Meine Ideologie, also laut Tests bin ich libertärer Sozialist und laut Links-Value-Test bin ich zentristischer Marxist. Falls jemand was damit anfangen kann, ich nicht unbedingt. Also ich bin, wie gesagt, linksoffen progressiv, das heißt, würde jetzt eine Utopie verwirklicht werden, dann würde ich einfach die Menschheit demokratisch entscheiden lassen, ob es das jetzt ist oder ob noch was fehlt zum größtmöglichen Glück. Und dann schauen wir einfach, dass wir das weiter aushandeln und vielleicht noch weiter nach links gehen. Also das heißt, erst einmal Sozialdemokratie und dann, wenn wir sagen, hey, na, da ist noch zu viel Kapitalismus, da ist noch zu wenig Glück für alle realisiert, dann gehen wir einfach weiter nach links. Das heißt, ihr beide wärt der Meinung, dass man Kapitalismus abschaffen sollte? Überwinden, okay. Also ich weiß ja nicht, wir haben jetzt kein ideologisches Vorgespräch geführt, deswegen werde ich erstmal nur für mich sprechen. Also in letzter Zeit kommt mir der Marx'sche Ansatz immer mehr, ja, dass wir halt sagen, ey, ein Sozialismus oder sozialistische Politik geht sich erst aus, wenn der Kapitalismus eine gewisse Entwicklungsstufe hat, ja. Das heißt, wir wollen, also ich zumindest will ja nicht die Vorteile, die ein Kapitalismus uns gebracht hat, zum Beispiel gegenüber der Sklavenhaltergesellschaft, zum Beispiel gegenüber dem Feudalsystem, ja, das will ich ja nicht aufgeben, diese Vorteile, ja. Also ich finde das schon nice, ja, dass irgendwie schon man keine Leibeigene mehr sind, ja, oder dass irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, aller der Gutsherr, ja, der Besitzer kann irgendwie alles entscheiden und so ein Scheiß, ja, das ist schon nice, dass das irgendwie so gekommen ist. Aber es hat natürlich einmal zu neuen Problemen geführt und zum anderen halt das grundlegende Problem immer noch nicht gelöst, meiner Meinung nach, ja. Dass wir halt Verteilungskonflikte haben und hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben einfach, ja. Viertstärkste Volkswirtschaft der Welt, 20% Kinderarmut. Wie passt das zusammen? Ja. Aber könnte man das nicht innerhalb des Kapitalismus lösen? Also die Reichen höher besteuern, die Löhne erhöhen? Ja, theoretisch schon, oder? Aber passiert das? Ich glaube, dass die dem Kapitalismus inhärente Wachstumslogik, also das heißt der Zwang zum Wachstum und so weiter, dass das sich mit einfachen Maßnahmen einfach nicht aufheben lässt. Das heißt also, Es muss was anderes her, finde ich. Und was? Also welches System würdet ihr da danach ungefähr haben wollen? Vielleicht kommt es irgendwann zu einer Planwirtschaft, aber dann müsste es eine gute sein. Ansonsten würde ich mich einfach an dem orientieren, was sehr linke Volkswirtschaftler propagieren. Das heißt, da müsste man schauen, wenn Morph mal fertig ist, zum Beispiel, oder dass man sich selber einmal diese Bücher gibt, oder vielleicht wird auch irgendwann mal ein Agitator das Patentrezept finden. Es ist, also, ich wage jetzt gar nicht zu sagen. Ja, das ist es ja. Ich will den Kapitalismus ja gar nicht abschaffen. Ich würde sagen, es reicht, wenn wir wieder zurück zu einer vernünftigen sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik kommen, wie wir sie in den 70er und 60er Jahren im letzten Jahrhundert hatten. Hinterhalt! Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir erstmal, wie die Welt funktioniert, so wie du es haben möchtest, also die sozialdemokratische Utopie. Und wenn dann aber zum Beispiel der globale Süden immer noch darunter leidet, wenn wir immer noch Kinderarmut haben und die Umwelt trotzdem immer noch leidet, dann wird es was Neues brauchen.
Also da müssen wir schauen, dass wir da wieder mit denen, die noch weiter links von uns stehen, einfach etwas Neues aushandeln. Ja, ja, absolut. Konsti ist uns gerade abhanden gekommen. Wir machen trotzdem, glaube ich, erstmal weiter. Ja, man kennt es ja eh. Also. Linke Spaltung. Ja. Na, aber er hat gerade etwas sehr Interessantes gesagt. Ihr seid für eine linke Einheitsfront. Wenn es ginge, ja, auf jeden Fall. Also von gemäßigten Sozialdemokraten, also mittlerweile, ja, alles, was aus der Linkspartei ausgetreten ist, bis hin zu wirklich radikalen Kommunisten und Stalinisten. Oder verstehe ich das falsch? Naja, also diejenigen, die sich mit Demokratie nicht anfreunden können, ich glaube, denen muss man das mit der Demokratie einfach nochmal erläutern, auf jeden Fall. Also revolutionär irgendwie das Ganze umstürzen zu wollen, da sind wir nicht dafür. Also ich wage jetzt einfach mal im Namen von Konsti dazu sprechen. Das heißt also, jeder, der sich damit auf demokratischem Wege anfreunden kann, der ist in dieser Einheitsfront auf jeden Fall willkommen. Und die anderen, die müssen das lernen. Und damit meine ich jetzt nicht einbuchten oder sonst wie, sondern wirklich auf friedlichem Wege. Ja, ausdiskutieren, und wenn sie anderer Meinung sind, dann sind sie halt nicht dabei. Also ja, eine Einheitsfront, die halt im Rahmen unseres liberalen demokratischen Systems versucht, Änderungen herbeizuführen. Genau, die einfach unsere gemeinsamen Interessen erkennt und denen auch entsprechend Priorität einräumt. Also das heißt, Leute, die sagen, Stalin did nothing wrong, die werden raus. Ja, auf jeden Fall. Also dann hätte ich nichts dagegen. Aber es gibt ja einige Gruppen, die bezeichnen sich selbst als links und die scheinen absolut kein Interesse an der Zusammenarbeit mit anderen Linken zu haben, um nicht zu sagen, sie stellen sich bei der erstbesten Gelegenheit auf die Seite der herrschenden Mächte. Beispielsweise auf die Seiten der Kriegstreiber, die uns gerade in einen neuen Kalten Krieg mit Russland und China führen oder die gerade Waffenlieferungen in die Ukraine fordern. Also wirklich irre Forderungen. Und da unterstützen das sehr viele selbsternannte Linke. Was ist mit solchen Leuten, die einem bei der erstbesten Gelegenheit ein Messer in den Rücken rammen wollen? Die leiden, glaube ich, an einem falschen Bewusstsein. Also die sehen sich natürlich als links, weil sie in sozialen Fragen sehr viele progressive Positionen vertreten. Sie haben Angst, glaube ich, vor der Erkenntnis, vor allen Dingen in ökonomischen Fragen. Das heißt so, wenn man da richtig krass von Produktionsmitteln redet und den herrschenden Verhältnissen und so weiter, da kommen sie einfach noch nicht mit. Dieses Problem, was wir gerade eben besprochen hatten, nämlich dieses extrem starke Moralisieren, dieses extrem starke Beharren auf der richtigen Moral, also jetzt auch beim Ukraine-Krieg, jetzt im neuen Kalten Krieg mit China, den der Westen gerade führen will, dieses starke Beharren auf einer gewissen Moral, die im Endeffekt nur dazu dient, es zu rechtfertigen, dass man sich auf Seiten der Mächtigen stellt, das nennt man ja Wokismus. Wie stehst du zu diesem Phänomen? Tja, also ich war selber einmal ein Opfer von dem Ganzen, weil ich, glaube ich, zwischen Idealismus und Materialismus noch nicht so richtig unterscheiden konnte. Das heißt, ich kann verstehen, warum man so denkt, warum man an diese Dinge glaubt. Und es fühlt sich halt gut an, weil man einfach immer das macht, was in Hollywood-Filmen auch immer das Richtige ist. Das heißt, man kämpft für Leute, die halt unterdrückt ausschauen. Und man hängt einfach an diesen Narrativen, die man seit den 80ern, 90ern auch einfach so über Kulturimperialismus zum Beispiel hat eingeimpft bekommen. Also die Russen sind einfach so ein bisschen, die sind halt böse, denen kann man nicht trauen. Ja? Das ist halt dieser Putin. Und auch diese ganzen Diktatoren und so, ja, da muss man doch eingreifen, da muss man doch was tun, ja. Also, und die USA, hey, das ist doch auch ein guter Staat, ja. Da gibt es zwar die Republikaner und die sind gefährlich und so, ja, das verstehe ich. Aber alles in allem sind NATO und USA, das sind doch Schutzmächte. Die wollen doch was Gutes, sie werden halt nur nicht immer von den Richtigen gelenkt oder manchmal gibt's halt Kollateralschäden. Kulturimperialismus ist ein ganz interessanter Begriff. Meinst du, das hängt stark mit der Amerikanisierung unserer europäischen Kultur zusammen? Auf jeden Fall, ja. Also ich denke, es ist so, es ist ein weiterer Teil, also eben sogenannte Soft Power,
die da ausgeübt wird und die einfach dazu führt oder geführt hat und immer noch dazu führt, dass viele Menschen die USA einfach als einen guten Hegemon wahrnehmen. Also kenne ich von mir selber, dass man einfach, wenn man so viele Filme gesehen hat, so viele Medien konsumiert hat, in denen die USA einfach Gutes tun, indem sie hungernden Menschen Nahrung bringen, indem sie böse Diktatoren stürzen und so weiter. Das setzt sich einfach fest, dass man kann Amerikaner gar nicht mehr als eine, ja, bösartig ist jetzt auch wieder ein natürlich moralischer Begriff, aber einfach, es fällt einem extrem schwer, die USA als ein Land zu begreifen, das wirklich schlechte Dinge in der Welt verbreitet. Wie meinst du, begegnen wir diesem eher idealistischen Blick? Also die USA jetzt zu verteufeln, bringt, glaube ich, auch nichts. Also auch das wäre jetzt die falsche Strategie, meiner Meinung nach. Was glaubst du, was sollten wir da tun? Wir sollten daran arbeiten, dass wir auch andere Länder so mit einem ähnlich verklärten Blick betrachten wie die USA. Also das heißt, wir sollten einfach aufzeigen, hey, die anderen, da sind auch gute Menschen und jedes Land könnte so toll sein. Wir haben es halt einfach nur nicht gelernt. Also einfach Potenziale, die wirklich in den Menschen und in diesen Ländern stecken, dass einfach die USA halt Glück gehabt haben, weil du hast einen riesigen Kontinent mit fast allen Ressourcen, die es gibt und deswegen läuft das bei denen auch so wunderbar. Die sind nicht irgendwie fleißiger als andere Menschen auf der Welt, sondern ja, die sind halt einfach super privilegiert. Also du würdest einfach sagen, wir gehören alle zu einer Menschheitsfamilie und das reicht quasi als Konzept bei der Kommunikation. Als Axiom auf jeden Fall, ja. Da würde ich jetzt mal... Sorry. Sei gewusst, du bist wieder da. Würdet ihr beide nicht sagen, dass man den Leuten eher klar machen sollte, dass es Gut und Böse in der internationalen Politik eigentlich nicht gibt und es eigentlich um Interessensgegensätze geht? Also dieses positive Beschreiben von anderen Ländern jetzt vielleicht nicht so die beste Idee ist, sondern dass man einfach sagen sollte, es geht um Interessen. Weder die USA noch Russland noch, nehmt irgendein kleines Land von mir aus, der Niger, denen geht es allen nicht um das Wohl der Menschheit, denen geht es allen um ihre jeweiligen spezifischen Interessen. 100%. Das hielte ich jetzt für das bessere Mittel der Kommunikation. Wie siehst du das, Konsti? Ja, als Mittel der Kommunikation kommt drauf an, was man erreichen will, nicht? Nein, also ja, natürlich. Also um mal einen realpolitischen Zugang zu schaffen, wäre es auch gut, wenn man die Moral da ein bisschen rausbringt. Ich als Philosoph oder angehender Philosoph, als Idealist, bin natürlich ein großer Freund der Moral. Aber sie wird natürlich immer falsch angewendet und daher bringt nicht viel. Ja, weil ist schon klar, dass selbst der Böseste kann mit Hilfe von dem Staat was Gutes machen sozusagen und selbst der Gute kann mit der Hilfe vom Staat und was weiß ich was Schlechtes machen. Das heißt, es bringt uns nichts weiter, wenn wir jetzt irgendwie mit dem Finger auf irgendwas zeigen und sagen, oh, das ist jetzt aber ganz böse. Ja, das sage ich ja. Wir sollten auf die Interessensgegensätze hauptsächlich hinweisen und sagen, jeder hat Interessen, ob die jetzt erst einmal legitim sind oder nicht, das haben wir nicht zu befinden. Diese Interessen sind vorhanden und wir müssen darüber reden, solange irgendwer mit einer kräftigen Armee dahinter bereit ist, diese Interessen mit Gewalt durchzusetzen. Mhm. Allerdings, ja. Ja, dann kommen wir zum... Das Thema Wokisten schon fertig? Das habe ich dann komplett... Ja, genau, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt des Wokismus, diese Identitätspolitik. Also, dass man die Gesellschaft in immer kleinere identitäre Gruppen teilt. Schwarze, weiße, gelbe, blauäugige, grünäugige und was sich die Woken-Ideologen noch so alles ausgedacht haben. Also ich merkte schon an der polemischen Frage, dass ich dem nicht ganz so befürwortend entgegenstehe. Was haltet ihr beide denn davon? Nun, als heterosexueller, weißer, alter Cis-Mann bin ich natürlich im intersektionalen Diskurs maximal schlecht. Der größtmögliche Unterdrücker, den es gibt. Und ja, ich halte mittlerweile davon sehr wenig. Ich kann wiederum verstehen, warum man dem Ganzen anhängt, weil man einfach versucht, so gut wie möglich zu Gruppen zu sein, die es wahrscheinlich früher einmal schwer hatten und die man einfach früher nicht wahrgenommen hat, denen man einfach nicht genug Platz eingeräumt hat und so weiter.
Aber wie du schon gesagt hast, es spaltet einfach. Es sorgt dafür, dass wir Unterdrücker haben und Unterdrückte. Und vor allen Dingen ist es auch nicht demokratisch, denn eben weiße, alte, cis-hetero-Männer sind, selbst wenn diejenigen, die sich nicht eingestehen wollen, ja, selbst wenn man die rausrechnet, eben so Menschen wie ich sind halt in der Mehrzahl und man sollte nicht unbedingt Politik machen, die uns ausschließt oder als ja Täter oder so weiter diffamiert. Ich hätte vielleicht sogar noch einen anderen Take, nämlich dass im intersektionalen Diskurs Klasse, also die ökonomische Klasse als soziale Kategorie irgendwie völlig unter den Tisch fällt und alle streiten sich jetzt über ihre Pseudo-Identitäten, was sie ja dürfen, ist ja alles cool so. Aber keiner redet über Armut, ja, über das Prekariat oder so. Und ich würde sagen, der erste und einzige identitäre Take, den man als Linker da bringen sollte, ist doch eigentlich ja die Identität ist, dass man halt arm ist, ja. So, dagegen sollte man mal angehen, ja. Und richtige Antirassisten, ja, oder Feministen und so tun das ja auch, ja. Also wenn du denen zuhörst, da ist Klassenkampf immer mit verbunden. Das kann man auch eigentlich nicht trennen. Vor allem, dass du arm bist, das ist ja etwas, woran du was ändern willst. Also diese veräußerlichen Merkmale, also ob du jetzt schwarz oder weiß bist oder welche Haarfarbe, welche Augenfarbe, welche Kopfform, was sich die Woken-Ideologen gerade auch immer ausdenken, du hast, das kannst du ja nicht ändern. Die Tatsache, dass du arm bist, ist ja eine, die beendet werden soll. Mhm. Genau. Also das ist ja ein riesengroßer Unterschied. In der Tat, ja. Und ich finde es auch immer ganz frech, dass dann auch sehr gerne Diskurse unterbunden werden, durch, weißt du, oh, was, der hat jetzt das falsche Wort gesagt, dann ist der Antisemit, der was, Rassist? Und ich meine, der Punkt ist halt so, mal ehrlich, ja, es gibt waschechte Antisemiten und Rassisten in unserer Gesellschaft und die muss man auch outcallen als solche, alles cool, nur wenn sich jetzt irgendwie zwei Dudes oder zwei Mädels oder wer auch immer irgendwo an der Raststätte oder so unterhalten, ja, über irgendeinen Fauxpas, der ihnen passiert ist oder so, und dann kommt irgendwer und sagt, ja, aber das ist ja jetzt antisemitisch. Ja, okay, was hast du uns jetzt gebracht, außer dass jetzt irgendwie wir das Gefühl haben, dass da draußen Leute rumlaufen, die andere Leute zu Unrecht Antisemiten nennen. Und sobald ich dann wieder sehe, oh, da nennt einer wieder irgendwen anders Antisemit, weiß ich nicht, ob ich das dann so ernst nehme. Ja, also das ja, hat halt auch Konsequenz. Oder Rechtsradikaler, Nazi, Faschist, oh, Anti-Amerikaner, Verschwörungsideologe. Ja. Also diese Diffamierungsbegriffe, es gibt immer neue und die werden dann immer miteinander verschränkt. Also wer an Verschwörungstheorien glaubt, der ist dann gleich Antisemit und damit rechtsradikal. Also das ist ja diese Verschränkung, die Wokisten machen. Sobald sie einem ihrer komischen Schlagworte an den Kopf werfen, werfen sie einem alle an den Kopf. Mhm. Und damit kommen wir auch schon zu dem Politikverständnis dieser, ja, wie ich finde, totalitären ja, Gruppe. Denn diese Begriffe, die haben ja einen Zweck. Sie sollen Leute aus dem demokratischen Diskurs ausschließen. Oder würdet ihr es anders sehen? Ich glaube, das ist auf jeden Fall die Konsequenz. Aber ja, Marco. Ja, ich glaube, es geht natürlich einmal darum, den Feind zu benennen und ihn da so ein bisschen einfach zu schämen. Also quasi, merkst du nicht, dass du da wie moralisch verwerflich du bist? Ändere das gefälligst, ansonsten, ja, und dann kann man sich natürlich einfallen lassen, wie man die Leute dann bestraft. Und ja, es gibt natürlich viele, die dann auch sagen, ja, mit so und so kann man nicht reden, die sind verloren und so weiter. Und man merkt gar nicht, dass man, ja, dass die Anzahl der Menschen, mit denen man dann noch kann, dass die immer kleiner wird. Ja, also wir haben jetzt drei Punkte besprochen, die also diese Wokisten eigentlich zu einer Zusammenarbeit disqualifizieren. Wie würdet ihr abschließend über diese Gruppe urteilen? Kann man mit denen zusammenarbeiten, weil sie oberflächlich einige sozialpolitische Punkte vertreten oder sind diese Leute absolut ungeeignet dazu, mit ihnen in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten? Also mein Urteil wäre jetzt nicht so harsch, ja, weil das würde ich mir dann schon für die Sparte Menschen aufheben, die halt legit Faschos sind. Weil das ist halt der Punkt, verstehst du? Ja, stopp mal, du hast ja eben gesagt, man kann auch nicht mit Stalinisten zusammenarbeiten, weil die unsere Demokratie ablehnen. Und bei Wokisten, die einen bekämpfen, die einen als ihren Feind sehen, die gesagt? Einen aus dem Diskurs ausschließen wollen. Also. Also insofern dem so ist, kann man nicht mit ihnen zusammenarbeiten, sage ich. Aber das ist halt der Punkt, wann ordnen wir wen wo ein? Verstehst du? Weil erstmal kommen wir dann in dieselbe Schleife wie die, ja? Weil die ordnen die Leute ja auch ein.
Zum anderen ist es ja, glaube ich, noch nicht irgendwie, dass man maximaler Wokist ist, nur weil man irgendwo vielleicht was, weil man ein bisschen überempfindet. Verstehst? Also ich will da so ein bisschen auch die Relativierung, sage ich mal, jetzt reinbringen, weil, mein komm, so fatale, ultimative Urteile, weiß ich nicht, ob wir die schon sprechen Ja, können. wir haben ja gerade all diese Punkte genannt, die diese Ideologie kennzeichnen. Und ganz wichtig war ja dieses Politikverständnis. Deswegen ist Cancel Culture ja nicht einfach nur eine Waffe der Wokisten, sondern sie ist ein zentrales Mittel, um ihre Macht zu stärken, um Gegner aus dem Diskurs auszuschließen. Also das ist Ja, also wirklich sehr in zentral, der. dass sie Leute angreifen und dann mit diesen Begrifflichkeiten überziehen, die überhaupt nicht passen. Also das macht ja eigentlich kein normaler Linker. Sowas würde niemand machen, einen anderen plötzlich als rechtsextrem zu bezeichnen, mit dem man bis eben friedlich zusammengearbeitet hat. Ach so, ja, also in der Hinsicht ja sowieso. Ja, Also aber da. ich meine damit, man erkennt die Leute an ihrem Verhalten. Ja, schon. Ich wollte es jetzt nur mal Ich erwähnt haben, weil, ganz kurz, weil wir haben das ja auch öfter in anderen Chatrooms und Voice-Channels und so. Und weißt du, nur weil einer jetzt mal kurz aufmerksam macht, dass vielleicht eine Sache ein bisschen rassistisch war, ist er noch nicht wokey. Ja, weil wir haben jetzt schon auch das Gegenphänomen. So, wokey, verstehst du, wo ich mir halt denke, Leute. Also, ne, man kommt da nicht raus mit diesem. Also, das ist ein durches Spiel, sag ich mal. Und ich verstehe schon, was du sagst, Agitator. Du hast ja auch vollkommen recht, ja. Diese Diffamierungskampagnen, so, das bringt nicht weiter, ja, das kann für eine Linke nicht zielführend sein und es ist auch kein linkes Verhalten. Aber meine Gegenthese wäre halt so, gibt es überhaupt eine andere Möglichkeit, ja? Weil alle anderen, also nicht nur die Wokies, sage ich jetzt mal, ja, sind ja auch so. Also ich kenne ja auch SPDler, ich kenne ja auch Grüne, ich kenne ja auch CSUler und so, und die sind auch so drauf. Wenn du gegen deren Pläne redest und du hast irgendwelche Wörter verwendet, dann ist denen egal, was für einen Inhalt du hattest, du bist dann halt auch der Antisemit oder du bist dann halt auch der Racist, verstehst? Also Ja, für mich ist das ein diese. größeres Spektrum, sage ich so. Aber natürlich, du hast vollkommen recht, ja. Also das ist so nicht. Ja, so wie die das treiben, mal lieber nicht. Also dieses Politikverständnis und vor allem diese Methoden, die haben die Wokies ja vor allem von den Antideutschen in Deutschland übernommen. Das ist hier mehr oder Oh. weniger ja zu einer Bewegung verschmolzen. Also Antideutsche, für die, die den nicht kennen, das ist so eine Gruppe, die bezeichnet sich als Kommunisten, findet aber amerikanische Angriffskriege ganz toll, sieht Russland und China aber als böse Staaten, die es zu bekämpfen gilt, also ziemlich genau wie die Wokies. Ich glaube, dass man die Wokies, so wie die Stalinisten, so wie ich das schon vorher gesagt habe, erstmal ignorieren sollte, beziehungsweise halt nicht als Teil dieser Einheitsfront betrachten sollte. Aber wenn sie dann, wie von Erwin zum Beispiel angeregt, einmal in Therapie waren und erkennen, dass sie da einfach wirklich nur einen, ja, einen Film schieben sozusagen, dann glaube ich, kann man sie wieder integrieren. Also ich möchte die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Ja, also keine Frage. Also das, was ich gerade gesagt habe, richtet sich nicht persönlich gegen diese Personen. Wenn sie ihre Meinung ändern, dann können sie sofort wieder zurückkommen. Ich habe überhaupt nichts gegen sie. Ich würde auch niemanden verurteilen, weil er mit irgendwem spricht oder weil er eine Position hat, die ich nicht teile. Wenn er diese Methoden nicht anwendet, wenn er eben nicht versucht, unseren freien Diskurs und damit mittelbar auch unsere Demokratie zu zerstören. Denn die Demokratie, die beruht ja darauf, dass wir Meinungen austauschen können und Kompromisse finden können. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann ja, setzt sich irgendwann eine Gruppe durch und die missbraucht dann Organe wie den Verfassungsschutz dazu, ihre politischen Gegner zu überwachen und ja, aus dem Diskurs zu drängen, so wie die aktuelle Regierung das ja auch macht. Also man sieht ja beispielsweise, dass Zeitungen wie die Junge Welt vom Verfassungsschutz überwacht werden. Oder ich hatte vor kurzem Florian Warbeck von den Nachdenkseiten, die wirklich überhaupt nicht extrem sind. Eine sehr gemäßigt sozialdemokratische Zeitung, die niemals irgendetwas Extremes in irgendeine Richtung geschrieben hat. In der Bundesrepublik der 80er Jahre wäre die ganz normal im linksliberalen Zeitungsmilieu zu Hause gewesen und hätte sich da wunderbar eingefügt. Also, und diese Zeitung wird von einem von der Bundesregierung unterstützten Projekt von der Stiftung Liberale Moderne, die sogar noch als gemeinnützig gilt, das ist so eine grünnahe Denkfabrik, als verschwörungsideologisch und sonst was diffamiert. Und dafür bekommt, ja genau, dafür bekommt die Liberale Moderne für ihr Projekt Gegneranalyse, wo das passiert, 500.000 Euro. 500.000 Euro für die Gege. Diffamierung eines Ah. oppositionellen Warum gibt Mediums. mir niemals jemand Geld, um jemanden zu diffamieren? Was soll denn das, ey? Ist der So einfach beste kann es gehen, Patreon ne? aller Zeiten. Ist echt so. Ist halt echt so, ey. Krass, ja. Nee. Aber das Ah. ist ja nicht nur bei den Wokies so jetzt gerade richtig beschrieben. Meint ihr, dass wir in den letzten ja, 10, 20 Jahren eine regelrechte Zerstörung unseres gesellschaftlichen Diskurses und ihr hattet das eben schon angedeutet, eine Übernahme dieser Techniken auch durch die etablierten Parteien gesehen habt?
Bin ich der Meinung, ja. Also ich bin ja auch noch nicht so alt. Ich bin erst 27. Das heißt, so viel kann ich gar nicht dazu erzählen. Aber mir kam es schon immer so vor, dass auch bei denen, die sich quasi links nannten, ja, kein wirklicher freier Diskurs stattfindet. Ja, weil halt auch schon irgendwie, keine Ahnung, schon immer irgendwie bei Grünen und SPD so kannst du aber nicht reden. So, ja, sorry, ich hab's nicht besser gewusst. Sag mir, wie es besser war. Nein, geht nicht. Hier ist die Tür raus. Und dieses Verhalten, das für mich als jemand, der aus dem Prekariat kommt, ist das halt so ein typisches Upper-Class-Verhalten. Und das sehe ich halt schon irgendwie ja, mindestens 10 Jahre. Ja, also ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ja, ich würde vermuten, das hat bestimmt auch materielle Hintergründe. Ja, also dass wir wirklich materielle Änderungen am Gesetz hatten, die es erlauben, dass quasi per Dominosteinfall ja eine Sache wurde geändert und brrr, die ganze Ding kippt um und am Ende hast du halt keinen gescheiten Diskurs mehr, weil jetzt kann wer auch immer irgendwo, der in der Hierarchie ein bisschen weiter oben steht, halt aufgrund irgendwelcher Aussagen dich halt vielleicht rausschmeißen oder so. Ja, ich vermute, das hat solche Hintergründe, weil es muss ja einen Grund geben, warum das früher noch ging, ja, und dann auf einmal nicht mehr. Weil wenn ich mit älteren Leuten rede, die mir erzählen, wie du damals das Standmaul schlechthin sein konntest und es hat halt legit niemanden interessiert. Da hat man gesagt, okay, er ist halt ein Dummschwätzer, mein Gott. Ja. Und das ist halt jetzt weg. Und dann, für mich klingt das halt immer wie, okay, es muss wirklich materielle Änderungen gegeben haben. Im Sinne von, das Regelwerk hat sich geändert. Dieses, wie sagt man das, nicht Overton, war das das Overton-Window? Mit dem, die Ja, Grenze ja. des Sagbaren und so, ja, dass sich das irgendwie verändert hat halt. Ich könnte als alter Mensch jetzt von früher erzählen. Ich habe ja noch die Zeit ohne Internet gekannt. Und da waren sozusagen die Kommentarkriege, das waren einfach Leserbriefe an Tageszeitungen. Und da haben sich die Diskussionen nicht ganz so dramatisch entwickelt und die haben auch nicht ganz so lange angedauert. Ich glaube aber eben, dass durch also diese Verschärfung des Diskurs und die Radikalisierung von dem Diskurs ist einfach aus den sozialen Medien und auch aus dem Frust der Beteiligten entstanden. Also, weil das Internet war am Anfang ja, das ist eigentlich ganz interessant, man hat gedacht, oh, wenn alle Menschen miteinander kommunizieren können, das ist ja richtig utopisch. Und dann haben aber die Menschen angefangen, sich zu beschimpfen und dann gab es die ersten Foren und das ist ja auch sehr eskaliert. Und ich glaube, wir haben da einfach eine immer weitergehende Beschleunigung, weil jetzt hast du ja eben auch noch Doxing, jetzt hast du Hasskampagnen und so weiter, Operation Kalte Wut, wer es kennt. Das heißt, das hat sich einfach im Laufe der Zeit wirklich immer weiter, ja, dramatisiert. Ja, absolut. Also du hast gerade diesen Frust angesprochen. Ich würde sagen, das könnte eine Spätfolge des Neoliberalismus sein. Also man kann ja mit Ausnahme einiger Entscheidungen wie der Berufsverbote schon sagen, dass wir in der Bundesrepublik der 80er und 90er Jahre wahrscheinlich einen etwas freieren Diskurs hatten als heutzutage. Also man muss sich nur alte Satiresendungen aus der Zeit ansehen. Also man denke an den Scheibenwischer oder man denke aus Neues aus der Anstalt, okay, das ist jetzt eine Sendung aus den 2000ern, aber was da noch für Witze gemacht wurden oder was früher für Leute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gearbeitet haben oder welche Leute da eingeladen wurden. Ich würde behaupten, ein Volker Pispers, der wäre so heute wahrscheinlich nicht mehr möglich. Hat er selber ja Glaube ich auch auch. gesagt. Also, dass er Ja. gar nicht mehr, deswegen gar nicht mehr auftritt, weil es ihm zu riskant ist. Also Was ja schade ist. die Frage ist halt, wie Aluhut wollen wir heute werden? Weil mein Take dazu wäre halt so Du redest mit einem Verschwörungsideologen, das wieder, aber mit einem Linken, mit einem Linken, ja. Das heißt, ich bin für Inklusion und Anti-Hierarchie. Also, was ich sagen wollte. Für mich wirkt das auch ein bisschen wie Angstreaktion, ja, weil wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Partei habe oder eine Organisation oder irgendwas, ja, dann als Normie, sage ich jetzt mal, oder als halbwegs vernünftiger Mensch oder so, ja, kann ich schon unterscheiden zwischen rassistischen und sexistischen Beleidigungen und Jokes, ja. Das heißt aber, wenn ich trotzdem dann irgendwie streng wäre mit den Leuten, ja, mit denen ich arbeite, dann nur, damit wir sozusagen nicht gefickt werden, ja, um mal Street Slang zu bringen, weil der Punkt ist, sobald du was Falsches sagst und da kommt jemand, der hat genug Cash für einen Anwalt, dann kannst du aber sicher sein, dass du auf den Deckel kriegst. Und ich glaube, so ein bisschen hat sich das so kultiviert, ja, dass man das sieht, ja, dass man irgendwie
dass die einen Leute irgendwie Respekt in Anführungszeichen verlangen können aufgrund ihrer Position in der Gesellschaft, ja, aufgrund ihres Kapitals und andere halt nicht. Und diesen Luxus will man sich jetzt sozusagen nehmen als Mensch. Und wenn man dann im Internet unterwegs ist und einer, ne, nehmen wir jetzt mal irgendwie Skurrows, der irgendwie wegen so viel Scheiß meiner Meinung nach irgendwie moralisch ne, zu verurteilen wäre, ja, den muss man dann halt immer irgendwie mit Jura kommen. Immer irgendwie mit, ah, du hast das und das gesagt, ja, das darfst du aber nicht. Und so, weißt du, so solche Sachen. So ein bisschen schleimig halt, ja. Ja, abschließend, was würdet ihr sagen, was sollten wir als Linke jetzt dagegen tun? Also jetzt nicht allgemein, um irgendwelche abstrakten Werte wie den freien Diskurs zu schützen, also das ist natürlich auch wichtig, aber wie sollten wir strategisch darauf reagieren? Also wie sollten wir uns politisch positionieren, um mit diesen veränderten Gegebenheiten, die wir gerade kurz skizziert haben, umzugehen? Ich glaube, man sollte den Leuten bewusst machen, was wirklich links ist, was wirklich wichtig ist. Also das heißt, dass das Primat der Wirtschaftspolitik und eben nicht das Primat der Identitätspolitik, auch wenn das leichter zu erreichen scheint. Einfach, was ist wirklich links? Was ist wirklich wichtig? Wo können wir alle zusammenkommen? Denn ob jetzt auf dem Bescheid, mit dem du deine Wohnung verlierst, ob da jetzt die richtigen Pronomen stehen oder nicht, das ist wurscht. Wichtig ist, dass du, ganz egal welche Identität du hast, dass du ein Zuhause hast und dass es dir gut geht. Und das andere können wir später immer noch aushandeln. Mein Take wäre vielleicht, dass wir uns halt anschauen, was so ist, jetzt vielleicht wieder für den Agitator zu philosophisch, aber ein bisschen Diskurstheorie, in dem Sinne, als dass wir versuchen zu trennen zwischen wirklichen politischen Debatten und Vorschlägen, sage ich jetzt mal, ja, wo random halt einer im Internet irgendwie kommen kann und einen guten Vorschlag haben kann, und zwischen wirklich, ja, diesem Sinnlosen, was ich halt vorhin meinte, Diskurs unterbrechen. Ja, dass man den Leuten halt Vorwürfe macht, dass wir das lernen zu trennen. Und dann ist es, glaube ich, auch gar nicht mehr so ein Problem. Ja, weil dann soll halt beschwert werden darüber, dass man angeblich Rassist ist oder was auch immer. Wenn das keiner für voll nimmt, dann ist ja wurscht. Ja, weil dann werden meine Vorschläge ja trotzdem noch anerkannt als Vorschläge. Ihr habt euch ja schon für eine linke Einheitsfront ausgesprochen. Würdet ihr sagen, dass Leute, die sich weder als links noch rechts sehen, die wirtschaftspolitisch aber die richtigen Vorstellungen haben, dass die erstmal grundsätzlich, solange sie Demokratie und Rechtsstaat gut finden, auch Teil dieser Einheitsfront werden wollen, wenn sie das werden dürfen, wenn sie es wollen? Ja, Top. weil wenn sich ihre materiellen Bedingungen verbessern, dann werden auch sie erkennen, dass links die einzig wahre Einstellung ist. Ich weiß auch nicht, ob wir davon dürfen reden können, weißt du? Weil am Ende Ey, passiert es nicht, ja sowieso. Also ich weiß schon, wie du es gemeint hast, aber du weißt, Philosoph. also man führt jetzt natürlich keinen Gesinnungstest bei Leuten durch, sondern einfach im Sinne von, dass man sie da mit offenen Armen empfängt, ganz normal mit denen redet, ganz normal mit denen zusammenarbeitet und sie jetzt nicht so Ja. kritisch beäugt. Also so, ich glaube, diese woke Diskursvergiftung, die ist ziemlich weit ins linke Lager durchgedrungen. Das sieht man ja aktuell am Zerfall der Linkspartei, wo der Wagenknecht-Flügel ja wirklich mit übelsten Verleumdungen bis hin zu Putin-Freunde von Russland bezahlt oder also solch kompletter Schwachsinn oder rechts, transfeindlich, also obwohl Ja, Sahra urlos. Wagenknecht nie irgendwas in diese Richtung gesagt hat oder irgendwer anders aus diesem Flügel irgendwas in Richtung Transfeindlichkeit gesagt hätte. Also das ist ja das neueste Schlagwort, was sich die Wokisten ausdenken, um Gegner zu diffamieren, die sie aus irgendwelchen Gründen als Feinde sehen. Aber also ich glaube, diese Diskursvergiftung, die ist so tief ins linke Lager eingedrungen, dass man das erstmal klar machen muss. Man sollte jeden Menschen erstmal anhören, seine Gesamtpunkte bewerten und dann, wenn er vernünftige Einstellungen hat, ja, dann ihn gerne mit dazu holen, gerne mit ihm zusammenarbeiten. Also dass das auch ganz wichtig ist, dass man jetzt nicht sagen sollte, das ist ein Rechter, weil er eine einzige Meinung von einem nicht teilt. Was denkt Kann man ihr, nichts könnt gegen ihr, sagen. was denkt ihr, könnt ihr als kleiner Podcast dazu beitragen? Wir werden zum großen Podcast. Also, das ist auf jeden Fall eine der Bestrebungen. Dann, also mir geht es eben im Sinne des Journalismus, möglichst viel vorzustellen, was es gibt, den Leuten zu zeigen, was mit Demokratie alles möglich ist, was alles eben im linken Spektrum
stattfindet und warum die ganzen anderen Sachen, die wir jetzt nicht gut finden, warum die eben nicht gut sind, warum die uns nicht weiterhelfen. Und das ist ein Angebot, was wir machen können, und das wird entweder angenommen werden oder nicht. Und ob es angenommen wird, darüber müssen die Menschen einfach entscheiden. Ja, ich denke, wenn ich kurz was sagen darf, weil ich denke, es ist auch schon mal wichtig, insofern, was wir tun, ja, dass man mal sieht, man kann auch einfach drauf losreden, sage ich jetzt mal, ja, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, dass man überwacht wird oder dass man irgendwie eingeschränkt ist, ja, dass der Mensch, so wie er ist, erstmal, ja, nicht irgendwie maximal Nazi ist oder weißt du, was wir alles vorhin aufgezählt haben, womit man diffamiert wird. Ich denke, das ist super, weil wir Menschen funktionieren ja ein bisschen so, dass wir erstmal sehen müssen, was überhaupt möglich ist, um es dann nachmachen zu können. Und insofern ist ja ein was geschafft, ja, wenn die Leute hören, ey, okay, keine Ahnung, du kannst auch maximalen Bullshit labern, ja, aber es ist okay, es ist halt erstmal nur Gelaber, ja. Man kann es dann nochmal einordnen, reflektieren und so weiter, ja. Und das tun wir ja auch. Ja, wir haben ja auch so verschiedene Gäste auch bei uns, ja, auch aus verschiedenen, linken Spektrum, aus verschiedenen Positionen, ja, und das geht. Also. Ja, absolut. In diese Richtung sollte auch meine Frage gehen. Wollt ihr euch in Zukunft auch mehr mit anderen alternativen Medien vernetzen? Sicher. Also, wenn die ein Interesse daran haben, wenn man da was Fruchtbares daraus entstehen kann, auf jeden Fall, weil eben es braucht mehr alternative Medien und weniger private auf jeden Fall, und auch die Öffentlich-Rechtlichen, wie wir wissen, sind auch nicht ganz so geeignet dafür, also das heißt alternative Medien auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne haben wir dazu heute mal einen Beitrag geleistet. Wie gesagt, schaut gerne mal beim Brotfunk, bei Spotify oder bei anderen Podcast-Plattformen vorbei. Link ist im angepinnten Kommentar. Ciao. Wunderbar. Servus. Ciao.